Hallo und willkommen zurück zu diesem neuen Video. Freunde, kennt ihr das eigentlich auch, wenn ihr Bock habt zu schrauben, aber ihr habt nicht so wirklich was zu schrauben da? Nee, wahrscheinlich nicht, weil ihr ja alle Simson fahrt und dafür kriege ich wahrscheinlich schon den ersten Daumen runter. Aber wie auch immer, bei mir war es neulich soweit, alle meine Fahrzeuge liefen halbwegs und ich hatte trotzdem Lust, was zu schrauben. Dann habe ich bei eBay Kleinanzeigen geschaut und habe dort ein Angebot gefunden, wo ich nicht widerstehen konnte. Was genau das ist, das seht ihr gleich. Jedenfalls ist es so, dass es diese Fahrzeuge im Vergleich zu Simson-Fahrzeugen quasi hinterhergeschmissen gibt. Und damit auch schon der erste Hinweis, heute geht es nicht um Simson. Keine Simson auf Simson-Werkstatt. Das ist eine Katastrophe, wird jetzt der ein oder andere sagen. Aber bevor ihr alle abschaltet und mich deabonniert, bitte tut's nicht, schiebe ich einfach mal die Fahrzeuge rein und ihr guckt einfach mal selber drauf und glaubt mir, die sind doch sehr verwandt mit Simson. Bis gleich. Ja, Freunde, das hier ist das gute Stück und bitte lacht mich nicht aus, das hier ist eine Java. Und wenn man den Begriff Java hört, denkt man ja zuerst an die ganzen klassischen alten Motorräder und weniger an Mopeds. Aber, das wissen die wenigsten, es wurden vereinzelt Mopeds gebaut von Java und ja, sie wurden auch in die DDR exportiert. Und es kommt noch besser, wenn sie in der DDR zugelassen wurden, kriegt man dafür auch beim KWA Papiere. Das hier sind sogenannte Zwiebacksägen, im Vergleich zu Simsons relativ billig auf dem Markt und das nicht ohne Grund, denn wenn man mal so ein bisschen tiefer in die Materie geht, sich mit dem Typ und mit dem Modell beschäftigt, findet man relativ schnell heraus, dass Moped-Bauen nicht gerade zu Javas Stärken gehörte, denn diese Zwiebacksägen, die sind eben technisch nicht so ausgereift wie Simsons, sollen wohl ihre ein oder anderen Macken haben, nicht so zuverlässig sein, aber ich würde sagen, das finden wir alles selbst heraus. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, ich habe einfach nur Bock zu schrauben und mal gucken, wie weit ich mit meinen Simson-Kenntnissen hier kommen werde und ihr könnt mich dabei einfach begleiten. Viel Spaß! Achso, was mache ich denn jetzt? Ich glaube, ich versuche es einfach mal anzukicken. Erste ungewohnte Sache, man kickt das Fahrzeug offensichtlich von der rechten Seite an. Hier ist nur ein Schalthebel. Ich glaube, das ist der schwergängigste Benziner, den ich in meinem Leben umgedreht habe. Ganz ehrlich? Also mal ganz ehrlich, Leute, kann mir bitte jemand sagen, was das hier ist? Das ist kein Kickstarter, das ist ein Witz. Also manchmal greift er hier, manchmal greift er erst ab hier, manchmal blockiert er völlig. Ich schätze, das hängt irgendwie mit dem Getriebe zusammen, dass auch dort sich Zähne gegenüberstehen können. Aber mal abgesehen davon, wird hier offensichtlich nach vorne gekickt und ihr habt genau so viel Platz, bis ihr volles Rohr auf dieses Trittbrett hier knickt. Bis ihr hier volles Rohr auf das Trittbrett kickt. So. Und ich weiß ja nicht, wie die Tschechen ihr Moped so angekickt haben, aber das ist verdammt wenig Weg zum Kicken, um das Fahrzeug hier anzukriegen. Aber mal ganz davon abgesehen, tut sich hier auch überhaupt nichts. Deswegen schauen wir erstmal, ob Benzin im Tank ist, ob das Benzin hier durch den Schlauch laufen kann, ob ein Zündfunke da ist und dann kümmern wir uns um dieses Ding. Ja, geiler Tankdeckel, guckt euch das mal an. Also Benzin ist schon mal mehr als genug da. Natürlich ist immer die Frage, ob 30 Jahre alter Sprit noch so gut brennt, aber zumindest sollte sich damit eigentlich ein Lebenszeichen geben. Und schaut mal, was ich noch so entdeckt habe. Das hier ist ein Greifloch mit einem Knopf. Und ich nehme mal an, das hier ist einfach nur so ein Tupfer oder ein Startvergaser. So kenne ich das zumindest von älteren Vergasern, dass du hier den Knopf drückst und dann drückt sich unten der Schwimmer runter. Und man kriegt noch mal so ein bisschen mehr Sprit im Vergaser, um das Ding zu starten. Habe ich jetzt einfach ein paar Mal gedrückt. Wahrscheinlich wird sich wieder nichts tun.
Ich würde deshalb vorschlagen, bevor wir hier wieder 1000 Mal reinkicken, wir nehmen einfach mal ganz die Haube ab, gucken mal, ob Benzin durch den Schlauch kommt, ob der Vergaser noch halbwegs vernünftig aussieht. Ja, also dafür, dass ich sonst immer einen Plan habe, habe ich heute halt einfach mal gar keinen Plan. Ja, so geht's. Nehmt euch mal ein Vorbild an Tschechien und schaut euch das mal an. So wird's nämlich gemacht. Kabelbinder, Klebeband, läuft. Also wie ich mir das hier schon gedacht habe, hier läuft absolut gar nichts mehr aus dem Benzinschlauch. Obwohl er da oben noch angeschlossen ist, also vermutlich ist einfach der Benzinhahn zu mit Rost, mit Öl, mit Dreck, weiß der Geier, was da alles drin ist, ich will es gar nicht wissen. Und was machen wir da? Wir nehmen den Tank ab, reinigen das alles. Oder wir pusten jetzt erstmal hier unten rein in den Schlauch und gucken, ob wir die Verstopfung auch so lösen können. Druckluft, dein Freund und Helfer, wenn man mal keinen Bock hat, gleich den ganzen Tank rauszunehmen, dann pustet man einfach die Verstopfung wieder in den Tank zurück. Ist natürlich nur eine Übergangslösung, ich denke, das wisst ihr selbst. Aber damit können wir auf jeden Fall schon mal wieder arbeiten. Da kommt jetzt wieder Benzin durch. Ich würde sagen, wir gucken uns einmal kurz die Zündkerze an, gucken, ob da ein Zündfunke ist. Und dann kicken wir das Ding einfach mal an, was auch sonst. Das hier ist übrigens das tschechische Rehbraun. Ich hätte es selbst nicht für möglich gehalten, aber ihr habt es gerade gesehen, da ist ein Funke zu sehen und das gibt mir einen Funken Hoffnung. Das Problem ist jetzt allerdings, dass ich mit diesem, mit dem Ding, Kickstarter ist ja eigentlich kein Ausdruck, gerade mal einen Funken erzeugen kann, bis ich hier auf dem Trittbrett bin. Deswegen gucke ich jetzt, dass ich den hier noch ein bisschen anders montieren kann und dann geht's ab. Okay, ich sehe es ja ein, es ist hoffnungslos, zumindest für heute und zumindest für den Kickstarter, denn es ist nicht so, wie wir Simson-Freunde das gewohnt sind, mit der Feinverzahnung am Hebel. Sondern hier ist es nur ein kleiner Keil, der das Ganze festhält und demnach können wir das nicht in einem anderen Winkel anbringen. Aber eine sinnvolle Verwendung habe ich doch noch für den Kickstarter gefunden. Und das soll es an dieser Stelle auch erstmal gewesen sein. Bitte nehmt dieses allererste Video nicht zu ernst. Ich wollte eigentlich innerhalb der letzten 7 Minuten nur erstmal herausfinden, ob auf Simson Werkstatt grundsätzlich auch andere Mopeds erwünscht sind. Oder ob ich die Java besser gleich wieder verkaufen sollte. Und deshalb mache ich euch hier oben mal eine kleine Umfrage auf, an der ihr gerne teilnehmen könnt. Und wie gesagt, ihr entscheidet, wie das Projekt und ob es überhaupt weitergehen soll. Und außerdem wollte ich herausfinden, ob es vielleicht unter euch Java-Begeisterte oder Leute gibt, die sich damit auskennen und die mir vielleicht auf den ersten Blick schon mal sagen können, ob das denn hier noch was taugt und ob es noch weitestgehend original ist. Also wenn ich mir das hier so angucke, erübrigt sich die Frage eigentlich schon von alleine, aber vielleicht kann mir ja der eine oder andere auch schon mal was Hilfreiches verlinken, einen Ersatzteilehändler, einen Shop, irgendwas in der Richtung, was mir bei dem Projekt weiterhelfen könnte. Und ich habe übrigens gleich 2 Javas gekauft, drüben steht noch ein Ersatzteilespender, leider komplett ohne Rahmennummer, aber zumindest an den allerersten Ersatzteilen sollte es bei mir nicht scheitern. Und jetzt ist eure Meinung gefragt, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wir sehen uns dann in einer der nächsten Videos wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.